Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um die Erörterung literarischer Texte gehen. Die literarische Erörterung gliedert sich wie alle Texte in drei Teile: in die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss. Der Hauptteil können von euch selbst bestimmt werden, je nachdem, wie ihr ihn aufbauen wollt, unter dem Aspekt der Leserführung, sagt das IQSH, welches auch als Quelle für diese Gliederung gilt. Die Serie soll euch helfen, einen Überblick über die im Abitur vorkommenden Textsorten und deren Bearbeitungsweise zu gewinnen. Ich erhebe nicht den Anspruch, für alle Bundesländer gültig zu sein, sondern das bezieht sich nur auf das Abitur in Schleswig-Holstein. Zunächst zur Einleitung. Hier sollte wieder unser Einleitungssatz ins Spiel kommen mit Basisinformationen, Autor, Text, Titelsorte, Entstehungsjahr und das Thema des Textes. Und dann unterscheidet man zwischen einem Sachtext und einem literarischen Text als Ausgang. In einem Sachtext muss man eine Inhaltsangabe machen und die zentrale Problemstellung, Position des Autors und den Aufbau mit seinen zentralen Aussagen herausarbeiten. In der Synthese sollte der Text bewertet werden, im Hinblick auf den erörterten Aspekt natürlich und unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung. Es folgt im 2.3 eine kritische und strukturierte Auseinandersetzung mit dem Text, dem Thema oder der These vor dem Hintergrund des literarischen Bezugstexts. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit den Aussagen des Textes, Bestätigung durch eigene Erkenntnisse, Erfahrung, Entkräften durch Gegenargumente, Gegenbeispiele, Relativierung durch differenzierte Ergänzung, Entwicklung und Begründung eines eigenen Standpunktes unter Zuhilfenahme von Zusatzwissen. Der Hauptteil schließt mit einem Fazit einer Differenzierung eigener Stellungnahme ab. Hat man als Ausgangstext einen literarischen Text, beginnt man mit der Texterschließung im Hinblick auf Aspekte, die gemäß der Aufgabenstellung für Bedeutung sind. Textsorte, Thema, Konflikt, Motiv, Bildlichkeit, Inhalt des Textes, Figurengestalt. Es folgt die strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema der literarischen Erörterung, gemäß der Aufgabenstellung. Durch Vergleich mit literarischem Bezugstext, durch Vergleich mit literarischen Werken, Herstellen von Bezügen zu gesellschaftlichen Zusammenhängen in Vergangenheit und Gegenwart, Reflexion im Hinblick auf die eigene Lebenswelt, Aufzeigen von Wertvorstellungen und Konflikten, Entwicklung und Begründung des eigenen Standpunktes unter Zuhilfenahme von Zusatzwissen und einem Fazit, also einer differenzierten Stellungnahme. Nach unserem Fazit, egal ob bei einem Sachtext oder bei einem literarischen Text, leiten wir zum Schluss über. Dieser ist immer geprägt von einem Aktualitätsbezug und der Einordnung der Problematik oder ähnliches. Dieser kleine Überblick dient euch nur dazu, euch nochmal zu vergegenwärtigen, wie so eine Analyse aufgebaut werden kann. Es ist ein Anhaltspunkt. Ich hoffe, ihr könnt daraus was mitnehmen und es hilft euch bei der Vorbereitung auf euer Deutschabitur. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Kommentiert, fragt, antwortet gerne. Danke und bis bald.